Meinungsmacher mit guten Infos und den schönsten Plätzen in Österreich. Und heute ja, im Skigebiet zwischen Oberdauern und Katschberg. St. Michael im Lungau, das Herz vom Lungau sozusagen. Und da kann man auch im Sommer sehr, sehr viel machen. Und nehmen wir die Frau Langmeier jetzt. Frau Langmeier, das Urlaubsparadies für die Familie schlechthin. Eben, zu jeder Jahreszeit also sind wir eigentlich für die Gäste da und gerne da. Und unser Angebot ist auch sehr groß. Eben jetzt, wo eben der Almsommer beginnt, also haben wir im Juni immer die Blumenwanderwochen und im Herbst eben die Bergseewanderwochen. Und da geht es dann in die Seitentäler rein. Wir haben über 60 Bergseen und über 50 urige Hütten, wo man einkehren kann und eine Lungau-Spezialität genießen kann. Aktivitäten für die Familie, von Tennis über Golf, über alles ist möglich. Genau, wir haben in St. Michael einen sehr schönen Golfplatz. Wir haben sehr viele Mountainbike-Strecken, Radlwege oder in die Mur reinspringen also und da schon einiges genießen und machen. Erholung pur und Tradition wird ganz groß geschrieben. Ich sage Samson, ich sage Prangstangen, es gibt vieles, das es nur bei euch gibt. Wir haben sehr viele Burgen und Schlösser zum Anschauen. Es ist, über den Sommer gibt es eben das Samson. Das ist eine riesengroße Heldenfigur. Also fast jeder Ort vom Lungau hat eine solche Figur. Die ist 4 bis 5 Meter hoch und wiegt um die 70 Kilo. Das trägt ein starker Junggeselle vom Lungau mit der Bürgermusik und mit der Schützengarde. Und das ist immer sehr sehenswert. Also ich sage jetzt nicht nur für die Gäste, auch für die Einheimischen. Die sehen es immer wieder sehr gerne. Ja, ein weiteres Highlight sind eben die Prangstangen. Und das sind riesengroße Stangen, die sind 8 Meter hoch. Und die werden mit Blumen umbunden und die werden dann im Frühling eben in die Kirche getragen, geweiht. Und die bleiben dann bis 15. August in der Kirche drinnen. Ja, apropos schön zum Anschauen, schön zum Anhören. Auch eine Spezialität, die es nur in St. Michael im Lungau gibt, nämlich Feuer und Stimme, ein besonderes Festival der Chöre mit über 1000 Teilnehmern. Das ist unser Highlight von Veranstaltungen, speziell in St. Michael. Wir haben Chöre aus den ganzen Bundesländern mit dabei, aus den Nachbarländern, aus Deutschland sind einige Chöre mit dabei. Wir haben heuer sogar einen aus Norwegen und einen aus Moskau mit dabei. Und es ist am Freitag Begrüßungsabend, da werden die Chöre dann alle vorgestellt. Am Samstag geht es dann auf unseren Hausberg mit der Gondel rauf. Da findet oben eine Bergandacht statt. Das ist einfach einmalig, wenn da oben über 1500 Stimmen erklingen. Anschließend geht es dann in die umliegenden Hütten zur Gordenjausen und gemeinsamen Singen und am späten Nachmittag dann zu den diversen Auftrittsorten, wo eben die Chöre dann auftreten zu den Konzerten. Also das ist Gänsehaut pur, das muss man einfach miterleben. Und wenn man darauf hat, auf euren Hausberg auf Speyereck, das Besondere, da geht die Gondel im Winter bis in den Ort hinunter und natürlich dann im Sommer auch. Also auf das sind wir sehr stolz und der Katschberg bietet auch von den Aktivitäten einiges. Es sind urige Hütten oben, es ist ein Kletterpark oben, eine Schatzsuche, man kann sogar heiraten am Berg oben. Höchste Standard in Österreich, so wie gehört. Genau, richtig. 2 kulturelle Höhepunkte noch, Bauernherbst und Almabtrieb. Genau, Bauernherbst, also wird bei uns auch sehr groß geschrieben. Es fängt mit der Höfewanderung an, da geht es von Hof zu Hof und da kann man eben Spezialitäten vom Lungau genießen. Es werden handwerkliche Vorführungen dargestellt und dann den Almabtrieb, dann das traditionelle Bauernherbstfest und Lungauer Erchtlingklauben gibt es dann auch noch. Wenn man das alles sich anhört, langweilig wird es euch nicht, gell, im Lungau? Nein, sicher nicht. Und das sind alle sehr begeistert und jeder fährt mit Freude und mit Glück heim. Und also das Echo, das hört man einfach und da sind wir sehr stolz. Ja, und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf St. Michael im Lungau, da gibt es über 3000 Betten hier in dem Ort hinter uns. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber das ist so. Und dementsprechend können ja alle Wünsche erfüllt werden eigentlich. Ja, wir versuchen alle Wünsche zu erfüllen und wir freuen uns über jeden Anruf, über jeden Gast. Und wir sind stets behilflich bei Fragen und ja, fast Tag und Nacht. Wunderbar, also St. Michael im Lungau, Ihr großer Geheimtipp für Österreich in diesem Sinne.